Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich hier bei H&M und ich werde für Christian Outfits zusammenstellen. Also ihr werdet Christian natürlich auch nochmal später sehen, aber ihr müsst mich erstmal hier vor der Kamera ertragen. Aber ich werde ein komplettes Outfit zusammenstellen. Heißt irgendwie Schuhe wahrscheinlich auch. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir Schuhe nehmen. Einfach eine Hose und ein Oberteil. Und ich würde sagen, los geht's. Oh, hier gibt's was Bauchfreies aus der USA. Nee, nehmen wir nicht. Oder die NASA. Ah, nee, sowas kriegt sie nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Hier ist ja überall NASA drauf, hä? Da ist auch NASA. Was ist, geht denn hier ab? Auch NASA? Nee, hier nicht. Also theoretisch kann ich ja so einen Ganzkörperpulli holen, also dann müsste ich mir eine Hose sparen, aber ich glaube sowas, ich weiß nicht, ob ich sowas mag, ehrlich gesagt. Also es könnte klappen, aber ich weiß nicht, welche Größe, weil es steht hier nur in Zahlen. Okay, ich nehme jetzt so einen NASA-Hoodie, weil ich finde, die sehen echt nice aus, aber ich verstehe nicht, warum eine NASA drauf ist, aber ich finde es echt nice. Und für mich geht die Reise weiter bei Tally Whale. Das liegt daran, da Chris hier echt sehr gerne Hosen von da kaufen, auch irgendwie die Hosen von da immer passen. Deswegen gehe ich mal dahin und schau mal, ob ich eine Hose finde, die sie noch nicht hat. Und diese Hose nehme ich dann, glaube ich, auch nochmal, weil ich glaube, es sieht ganz nice aus. Ich glaube, es sieht dann hier auch ganz gut aus. Okay, ich glaube, ich wäre dann einmal fertig. Aber Chris ist immer noch im H&M drin. Und ich weiß echt nicht, wie lange sie da noch... Oh, sie kommt gerade raus. Da ist sie ja. Ich hoffe, sie hat alles gefunden, was sie braucht für mich. Hey, na? Ich habe gerade gesagt, dass du so lange drin brauchst. Und dann warst du auf einmal da. Und da sind wir wieder. Wir waren jetzt 6 Stunden lang shoppen. Ich bin gespannt, was es wir... Es ist wieder schon der nächste Tag. Ja, ist auch der nächste Tag. Und ich habe für Chrissy... Ich war in 3 verschiedenen Läden. 3? Einer war für Schuhe, einer war für Oberteil, einer war für die Hose. Okay. Also, ich fange an mit den Schuhen. Ja. Da war Chrissy auch mit dabei tatsächlich. Also, die kennst du ja schon, kannst du ja mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob sie zum Rest des Outfits passen, aber ich hoffe es einfach mal. Das sollte auf jeden Fall passen, denke ich mal. Adidas Superstar! Jetzt bist du auch so ein Superstar, also wie jeder zweite Mensch auf der Welt. Mann, ich habe die mir anfangs sogar extra nicht geholt, aber jetzt weiß ich nicht. Aber die glitzern so schön. Aber ich habe sie nicht in schwarz. Also alle haben die eigentlich in schwarz. Sicher? Ja. Ich glaube, weiß war auch sehr beliebt. Das ist weiß und schwarz, so ist es am meisten. Nenn ich mal mit schwarzen Streifen. Die Ach haben alle. So. Die mit Glitzern habe ich irgendwie nur einmal gesehen. Die mit Glitzer haben nicht so viele, also da entschuldigt sich Glitzern. Also mach jetzt weiter mit dem Pulli oder mit der Hose? Was hast du? Weiß ich nicht. Hose. Hose? Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob du das magst. Du brauchst die Hose. Tally Whale. Aber gut, da passt mir die Hose nämlich immer voll so, gut. So, welche magst du? Magst du die? 30. Ja, die wirkt. Voll gut. Wirkt gut. Ja. Ich dachte mir so, jo, sowas hast du eigentlich hier, so mit Schrift noch gar nicht. Nee, nur mit Steinchen. Ja, mit Steinchen hast du sowas, aber. Also die Hose sieht schon mal gut aus. Die heißt Zoe. Ich weiß nicht, warum da oben Zoe steht, wo? Aber. Da. Zoe. Und sie hat Löcher an den Knien. Ja, also Löcher, schwarz und irgendwas an der Seite, dann passt das alles. Also, ja. Dann mag Christi das neue Größe, weiß nicht, was du hast, 86 war, glaube ich. Soll ich übrigens auch die einzelnen Sachen bewerten? Ach ja, bewerte mal. Die Schuhe sind eine 1. Wir bewerten alles jetzt einmal einzeln und später als Schuhe zusammen. 1 bis 6, genau. Ja. Wie viel ist die Schuhe so? Die Schuhe bekommt eine 1. Ja, das ist egal. Dachte ich mir schon bereits, was sagst du, Hose? Die Hose bekommt eine 1 minus. Oh, aber auch eine 1. So, jetzt kommt der Pulli auch noch. Also, bin ich gespannt, wie du den findest. Wenn du so sagst, hab ich irgendwie Angst. Ich weiß nicht, das hast du nicht. Nicht? Nee. Mach mal Augen zu erstmal. Ihr wisst es ja, ihr habt das schon gesehen, Leute. Das ist dieser Pulli hier. Und, okay, warte. Warte. Augen auf. Der Druck drauf. Er ist grau. Er ist grau, ja. Was sagst du dazu? Ja, hab ich noch nicht. Ja, hast du noch nicht. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht eigentlich ganz gut ich aus. Ich guck ihn nochmal an. Das heißt schon mal nichts Gutes, glaube ich. Doch. Also, erstens, Note? 2 minus. Oh, als ob. Ja, so schlecht ist der nicht. Ja, 2 minus ist auch nicht schlecht. Doch. Dann gebe ich ihm eine 2. Okay. 2. Aber ich meine, guck mal, die Hose hat weiße Streifen und der Pulli hat auch weiße Streifen. Das passt. Ich probier's jetzt einmal an. Ich hoffe, es gibt nur 1 für mich. Fürs Outfit. Also, ich habe das Outfit jetzt an. Ignoriert bitte meine schwarzen Socken, aber ich ziehe euch eh wieder schwarze Schuhe an. Das Oberteil gefällt mir eigentlich doch ganz gut. Aber sicher? Länger sein sollen, weil das ziemlich kurz ist. Und wenn ich jetzt einfach so... Ah! Ja, die Hose hätte einfach ein bisschen länger sein sollen. Aber sonst... Sieht zeig dir mal von der Seite, damit man die Streifen sieht. Guck mal, so ein Streifen so ganz nach oben. Oh ne, im Gesicht fehlt das noch. Aha. Du musst so ein... So ein Streifenhörnchen. Ja, und das ist das Outfit. Also ich glaube, ich gebe dir eine... 1.
2 plus. 1 minus. 1 minus. 2 plus. 1 minus. 2 plus. 1 bis 2. 2 plus. 1 bis 2. 2 plus. 1. 2 plus. Nein. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz eins? Gut. Ich würde so rausgehen. Natürlich mit weißen Socken, aber. Du würdest so rausgehen? Ja. Sie will jetzt nicht senden? Ja. Hä? Würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Outfit in die Kommentare. Bei Max könnt ihr sehen, was ich für ihn gekauft habe und wie er das Ganze fand. Und würde ich sagen, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!